Ground Control. Boah. Er ist doch ganz gut geworden. So, einen wunderschönen guten Morgen hier aus Kaplitwood und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute zum Thema RS4. Es nur als Kombi-Variante, finde ich auch eigentlich nicht schlecht, ja, weil ich finde, was ich richtig geil an dem Auto finde, das ist schon wieder so meins, das ist ein Widebody, ja, die Audi, ich weiß, die Audi RS-Modelle sind meistens alle viel, viel breiter. Viel breiter, außer der Audi A7, den Vorgänger. Ja, der war nicht breiter. Der war im Prinzip, könnte man das umbauen 1:1. Auf jeden Fall fährt in die Lufteinlässe. Finde ich richtig cool. So angedeutet zwar nur, aber optisch wirkt das natürlich so ein Arsch, das Ding. Ne? Ja. Das ganze Seitenteil hinten, ne? Ja, das ist ja, guck mal wieder, das ist ein richtiger Klopper hier, ne? Also wirklich, jo, meins, so richtig meins. Vorne, guck mal hier. Und schon wieder so hier. Finde ich einfach nur. Auch vorne hier. Finde ich einfach nur sexy. Die gleichen Lufteinlässe wie hinten. Ja, finde ich richtig, richtig, richtig cool. Ja. Und halt alles in schwarz, ne? Schwarz, Carbon. Das ist black, 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 black. Also ich weiß nicht, wer sich alles hier. Also wenn jemand ein schwarzes Auto bestellt und ein Chrom dabei, dann ist das ein Chrom-Paket halt. Am besten alles schwarz. Für uns natürlich für Produktpräsentation etc. Schwarz ist sehr böse auf dem Bild, aber die ganzen Kleinigkeiten siehst du nicht. Ja, also da verlieren sich sehr viele Linien. Ja, weil ich sag mal so, wäre das Auto grau matt, hätte man diese Linien wirklich extrem gesehen. Also wirklich jede Wölbung, jede Linie siehst du extrem auf dem matten Wagen. Deswegen verlieren wir meistens unsere Autos. Das ist der Grund, ja, damit wir auf der Homepage oder wo auch immer das präsentieren, was wir auch wirklich verkaufen und dass die Leute auch sehen, hier ist eine Linie, hier ist ein kleines Detail etc. So sieht's aus. Was ich schön finde, da ist so viel Carbon da Ding, ne? Vorne, hinten, Seitenschweller, Spiegel, ja. Was ich nicht schön finde, ist das. Das Teil an sich, ja, nur, guck mal, das ist auch Plastik, ja, gar keine Frage, nur ich hätte das vielleicht entweder glänzend gemacht oder in Carbon halt, ne? Weil das Auto hat wirklich alles in Carbon und nichts aus so einem matten Plastik hier am Auto. Ne? Hier Seitenschweller, also eine fette Bremsanlage. Das ist Keramik, ja. Einfach nur sexy, was Audi baut. Ich muss auch sagen, Audi baut echt gute Autos, echt gute Autos. Ich habe noch nie Probleme gehabt mit Audi, noch nie. Und ich habe schon ein paar Modelle gehabt. Deswegen kann ich nur empfehlen. So, fahren. It was at this moment that he knew. He fucked up. Uah, hast du gesehen? Die Wespe wollte mich überfallen. Ist bei dir, aber nicht schlimm. Was mir super gefällt, ist natürlich auch hier volle Lotte Carbon. Ja? Überall Carbon. Carbon, Carbon, Carbon. Handy-Ladegerät, zack. Finde ich auch cool. Würdest du Alcantara-Lenkrad bestellen oder nicht? Ich, ja, eigentlich schon. Ich mag das, das fühlt sich einfach gut an. Ja. Ich würde noch, falls das bestellbar ist, was mir zum Beispiel bei dem Modell nicht so gefällt, das hier, Alcantara, Carbon, Plastik. Die meckern auf dem hohen Niveau. Das sind so Kleinigkeiten. Aber, wenn Audi das nicht anbietet, dass zum Beispiel in Alcantara die Geschichten, können wir das machen. Ne? Dafür gibt es wieder Priorität. Kamera sehr schön, sehr klar.
was mir super gefällt, dieses Virtual-Tacho. Ja, sehr schön. Was mir aber nicht gefällt, ist das Bildschirm. Ich mag das nicht. Wer so ein bisschen mehr von mir oder von uns auch sehen möchte, von mir privat und von mir auch so manche Sachen, die wir nicht mit der Kamera aufnehmen, der kann mir gerne auch hier bei Instagram folgen. Da mache ich ein paar Stories etc., wo ich bin, was ich mache und so weiter. Wer da Bock drauf hat, kann gerne gucken. Hm? Hey. Werbung oder Ding, die Sprungschanze da hochfährt. In Österreich, glaube ich, oder in der Schweiz, ja. Wirklich 1:1. Guck mal, das Ding, einfach fährst, machst du dir diesen, guck mal, eine Hand, passiert gar nichts mit dem Auto. Das finde ich so sexy an Audi, ne? Wirklich. Guck mal, wie der schaltet. Einfach nur klick, klick, merkst nichts. Gar nichts merkst du, mal. Null. Null, null, null. Das ist einfach nur geil. Einfach nur geil, wirklich. So, ehrlich, ich verstehe nicht. Ehrlich, ich verstehe das wirklich nicht. Gut, ich mache so ein Audi-Video und dann rede über BMW. Warum BMW den Kombi nicht baut? Ja, das verstehe ich nicht. Vielleicht sagen die, okay, zu wenig Stückzahlen. Aber kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, weil den Audi RS6. Wir sehen ihn überall zurzeit, ja. Und das sind auch alles nur Kombis. Ja. Deswegen. Wenn du jetzt so ein M3 als Kombi hättest, cool. M3 Touring. 100%. Ja. Ehrlich? Schön, schönes Auto, wirklich. Naja, vielleicht machen die noch irgendwas. Guck mal, Mercedes, auch alles Kombi. Ja. E-Klasse, C-Klasse, alles Kombis. Ja. Ja. Ich sag mal, wenn ich will, der hat schon. Ich möchte nicht BMW schlecht machen, gar keine, nicht falsch verstehen. Aber ja. Irgendeinen Grund muss es haben, ne? Das ist nur, ja, wir haben ihre Gründe. Wir bauen auch nicht Bodykits für alles, deswegen ja. Können wir, machen wir es aber nicht. Wir haben eine eine geile Kooperation gestartet gerade. Und zwar kann man auch wiederum bei Instagram bei uns sehen, wir bauen zusammen mit denen den Audi RS Q3. Natürlich Wild Body. Ja. Wir werden Videos machen hier, die auch Fahrten vor dem Umbau, Fahrten nach dem Umbau. Vielleicht kann man Sascha einen kleinen Tracker bestellen, dass man die Zeit auch messen kann. Ja, wie sieht das aus mit den Autos dann, wenn die umgebaut sind? Wie viele sind das? Die kann man kaufen. Also wir vermitteln den Kontakt, dass man das direkt da, ich sag mal, leasen kann, finanzieren kann oder bar kaufen kann. Wie, ja, also für jeden was da, ja, sag ich mal so. Also es gibt keine limitierte Stückzahl? Nein, 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 von denen nicht, nein. Nein, nein. Das ist nicht normal. Leute, krank, wirklich. Geil, einfach nur sexy. Und entspannt, wirklich. Also selten ein Auto, wo ich richtig so schnell fahre, mich so entspannt wie die Audi-Modelle. Das war schon bei dem RS6 und ist bei dem RS4 genau das gleiche. Ja. Wir fahren jetzt 200, wir können uns sehr gut unterhalten. Ja, das Auto hat eine krasse, stabile Lage. Es fährt einfach nur geradeaus. Da, wo ich gucke, fährt das Ding mehr hin. Wirklich schön. Oh nein, es fängt an zu regnen. Aber Audi kann auch Regen. Warum? Genau so ist das. Ja. Ne? Aber vielleicht können wir uns auch so einen Firmenwagen anschaffen. RS Q3. Ja. Was mich wundert, der hat 450 PS. Aber was mich wundert, dass der 4,4, Sascha? 4,1. 4,1. 4,1 Sekunden auf 100 hat. Es fühlt sich wirklich viel krasser an. Also so, wenn man mit dem Auto so durchdrückt. Passiert Rambazamba. Ja? Und ich habe das Gefühl, der fährt viel schneller. Siehst du, hätten wir wieder ein Messgerät, ja. Wäre es gucken. Nein, haben wir wieder nicht. Hat er
Sascha sich nicht umgekümmert. Nein, Spaß. Ich mache eine kleinere, etwas größere Bremsung hier bei der Ausfahrt, Sascha. Ja. Hand ist dann links hier. Ich will die Bremse so ein bisschen zeigen. Guck mal, jetzt eine Hand. Achtung. Eine Hand. Ich bremse wirklich sehr, 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 sehr. Juiuiui. Guck mal, passiert gar nichts. Ich bin wirklich so begeistert von dem Auto. Ich glaube, der nächste Firmenwagen, oder der nächste Wagen, den wir auch für uns selber umbauen, wird ein RSQ3. Warum RSQ3? Warum nicht der RS4? Weil eigentlich für jeden Tag, ich mag das wirklich, etwas höher zu sitzen mit Dampf. Also wenn ich tief sitze mit Dampf. Einfach nur lenken. Einfach wirklich nur, das Auto ist einfach easy, easy. Entspannt, alle so irgendwie aufgeschlossen, irgendwie cool. Was ich bei dem Audi-Zentrum in Krefeld, Tölke Fischer, gut finde, dass wirklich, wirklich fast immer, also fast immer alle RS-Modelle da sind. Krasses Autohaus, wirklich. Das, manchmal fährt man irgendwo zum Audi XY, ja, und dann sucht man einen RS vergeblich. Und weißt du was noch? Gerade jetzt, zur Corona-Zeit, ja. Es kommt ja nichts Neues rein. Und die haben trotzdem alles da. Also bei Audi, ich würde denen auch empfehlen, bei Audi Zentrum in Krefeld, einfach nur, das ist wirklich kein Scherz, alle super freundlich und so weiter, einfach so Samstag hinzugehen und sich einfach die Autos anzugucken. Ich habe das früher sehr oft gemacht. Heute fehlt mir die Zeit. So, jetzt suchen wir einen Verbrauch. Ja. Check. 12,8 Liter. Dafür, dass der Belzec die ganze Zeit geballert ist. Ja. Für so ein Spaßmobil passt. Ja, ja. Finde ich cool. Finde ich sehr cool. Also ist viel, aber natürlich ist viel, aber trotzdem. Ah, was wir noch jetzt nächste Woche testen, ist der neue Bentley Continental. Ich finde das Auto brutal sexy. Kommt aus dem gleichen Hause wie Audi. Ich hatte auch einen Bentley, GTC, ein Cabrio. Ich fand das Auto sehr, sehr, sehr sexy. Auch schön da. Meiner war weiß mit so einem ja, Cappuccino-Dach. Kann man gut bei Google ein paar Bilder finden. Also wenn ihr vielleicht eine Idee habt, was wir euch zeigen ja, sollen. Ja. Mehr Autos testen, mehr Produktion, mehr. Sag einfach, schreib hier Kommentare. Wir lesen uns die wirklich alle. Ich glaube, Sascha auch, ne? Ja. Deswegen, ja, wir würden uns freuen, weil ohne euch kein YouTube. Ich bin stolz auf euch, auf die 62.000 Abonnenten, die wir bekommen haben. Das muss man sich wirklich vorstellen, dass also 62.000 Menschen sind, die uns sehen wollen. Wenn ich mir vorstelle, dass zum Beispiel im Zentrum, in Oberhausen Zentrum, in der Arena passen 12.000. Das ist eine Menge. Ja, das ist krass. Ich hab schon, manchmal habe ich so auch ja, Sprüche gehört, ja, du hast nur 60.000. Das muss man sich erstmal so umswitchen, wie viele Menschen das sind. Ja. Natürlich, es gibt welche, die haben 100 Millionen. Gibt es auch. Das ist die Biber. Aber das will ich mir gar nicht vorstellen. Ja? Oder ich fange an zu singen, Sascha. Also wenn ihr auch wollt, dass ich singe, schreibt es in die Kommentare. Schreibt in die Kommentare. Wir haben uns im Online-Shop ein bisschen verändert. Und zwar, dass wir noch mehr Auswahl haben, aber noch mehr Auswahl nicht in Design, sondern einfach auch farblich. Weil es gibt Menschen, zum Beispiel ich mag keinen
weiß nicht, blau zum Beispiel, ja, dann kann ich rot bestellen. Hier diese Schrift, zum Beispiel das hier, ne, kann man blau, in grün, in gelb, ja, in, ich glaube sieben verschiedene Farben. Ja, da kann man anklicken, erstmal die Größe und dann die Farbe auch aussuchen. Und dann hat man wirklich etwas mehr personalisiertes T-Shirt oder Hoodie oder was auch immer. Wie vorher. Vorher waren die vorgefertigt, die Farben waren vorgefertigt. Was ich noch sagen muss, der Bestseller bei uns ist Tico Taco Kurva. Ja. Ich hätte auch niemals gedacht, dass ich das T-Shirt am meisten verkaufe. Die Qualität von den T-Shirts, wirklich, bevor ich, das habe ich auch in dem Video, wo wir die Kollektion präsent haben, bevor ich sage mit Absicht, ich, nicht wir, hier irgendwas verkaufe, habe ich dieses T-Shirt 100-mal gewaschen, ja, wirklich, und darauf geachtet, was passiert mit dem Print. Ich habe die gewaschen, getestet, die sind nicht dünn, ja, also man kann nicht durchgucken, etc. Also wirklich, die Qualität ist sehr gut. Ja. Was auch noch den Einkaufspreis ausmacht, ist die Menge. Natürlich haben wir jetzt nicht die Menge wie, ne, andere. deswegen ist auch die Menge entscheidend. Deswegen ist der Preis auch etwas höher. Das ist jetzt keine Entschuldigung, aber ich wollte ein bisschen erklären oder aufklären, warum, wie der Preis entsteht hier. Ohne Sex. Wir machen Carwash. Oh, Mr. Bombastic. So, jetzt sind wir da. Nach hinten mal. Oh doch, sehr viel Platz. Guck mal. Ich habe nichts verändert. So. Finde ich sehr cool. Sogar hinten sitzt Heizung. Auch cool. Echt? Ja. Das ist nicht schlecht. Ja, du sagst das hinten, ne? Ne. Audi-Logo in schwarz. Jo. Reicht auch. Ist ja eine kleine A4. Komm, hast du Motorhaube schon aufgemacht? Nein. Dann machen wir es jetzt. Wow. Sexy. Das ist sexy. Naja. Sehr schön. 20 Zoll vorne, hinten. Oder ist auch für ihn was anderes? Nein. Conti-Reifen drauf. Passt alles. Sehr schön. Sehr schön. Okay. Das war's hier aus Kamp-Lintfurt von uns. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst uns ein Like da oder einen Kommentar oder was auch immer. Wir freuen uns. Bis dann. Tschüss.